Okay. Ich muss nur die Comments dann sehen, gell? Und die Leute, weil ich sehe nicht, ob Leute schon dabei sind. Bitte? Kannst du mir das dann so einstellen, dass ich die Comments sehe? Das sollte eigentlich nicht funktionieren. So. Hallo, hallo Christian, gut, es ist schön zu sehen, dass es funktioniert. Willkommen bei unserer Führung am Zentralfriedhof, die wir lange geplant haben, die wir immer wieder verschoben haben, weil wir ganz einfach nicht wussten, ob das mit dem Signal passt. Das ist eben so ein kleines Fragezeichen. Wir haben es jetzt einige Male getestet und es sollte eigentlich funktionieren. Sollte irgendetwas sein, sollte mal ein Hänger sein, sollte ich mal erstarren auf dem Bild, dann bitte bleibt einfach dran, okay? Wartet, bis ich wieder da bin. Das wäre mir sehr recht, oder wenn ich einfrieren sollte oder so irgendetwas, okay? Ansonsten freue ich mich auf eine Dreiviertelstunde Zentralfriedhof mit euch. Den Zentralfriedhof habe ich im Oktober praktisch bewohnt, weil ich so viele echte Führungen hier gemacht habe und jetzt endlich geht es einmal los, auch virtuell. Und ich drehe das Ganze gleich mal um und wir fangen an, würde ich sagen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Willkommen bei den Alpine Foxes wieder mal. So, Entschuldigung. No? Aber jetzt. Ich fange beim Zentralfriedhof immer ganz gerne vor diesem sehr erhellenden Plan an, der zeigt die Größen, also diese Dimensionen dieses Friedhofs richtig schön. Der Friedhof ist der siebentgrößte Friedhof der ganzen Welt. Er wird übertroffen vom Platz Nummer 1, das ist ein Friedhof im Irak, der ist so groß wie 1500 Fußballplätze, müsst ihr euch mal vorstellen. Und er ist auch um einiges älter als unser Zentralfriedhof. Aber immerhin sind wir auf Platz Nummer 7, gleich nach dem Arlington Cemetery in Washington. 3,5 Millionen Menschen sind hier begraben auf diesem riesigen Areal. Und 1874 ist der Friedhof als Zentralfriedhof gegründet worden. Was es mit diesem Zentral auf sich hat, das werden wir dann gleich noch ein bisschen besprechen. Hallo an euch alle, die ihr mittlerweile eingetrudelt seid. Wir werden uns heute nur auf einem ganz, ganz kleinen Areal des Friedhofs bewegen. Wir sind jetzt gerade hier beim Haupteingang. Und das Gebiet, das wir uns heute anschauen werden, ist im Prinzip nur dieses kleine. Ja? Normalerweise bei echten Führungen fange ich hier an, dann gehe ich durch den ganzen Friedhof durch, bis zum alten jüdischen Friedhof, aber das geht sich heute überhaupt nicht aus. Es soll heute tatsächlich wieder so eine Laune machen, einmal herzukommen und mit mir durch den Friedhof zu gehen. Der Friedhof ist geplant worden im späten 19. Jahrhundert von zwei Frankfurter Friedhofsarchitekten, also da wurden tatsächlich Architekten engagiert und die hatten die Namen Mylius und Bluntschli. Schöner Name, gell? Und an die erinnert eben diese Straße, die hier am Friedhof auf der Rückseite vorbeiführt. Aber ich würde sagen, nachdem ihr jetzt diesen Plan gesehen habt, gehen wir doch einfach einmal los und schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. So, ich hoffe, es passt alles mit dem Empfang, mit dem Ton. Heute ist wieder Haupteinflugschneise über dem Friedhof, also es könnte hin und wieder ein bisschen lauter werden, aber wir kriegen das schon hin. Dieses mit den mobilen Daten am Friedhof, das war immer so ein Problem. Ich sage immer, die Bewohner dieses Friedhofs brauchen relativ selten Internet. Schaut, wir gehen da jetzt gerade auf die alten Arkaden zu. Diese alten Arkaden sind im späten 19. Jahrhundert errichtet worden und zwar aus privaten Geldern. Und das hat einen bestimmten Grund. Ihr seht hier links und auf der rechten Seite diese alten Arkaden.
aus privaten Geldern, weil der Friedhof, als er eröffnet worden ist, 1874, ja überhaupt nicht so ausgeschaut hat, wie er ausschaut heute. Die Wiener haben sich über ihn fürchterlich aufgeregt. Sie haben gesagt, das ist eine Gstätten ohne Bäume. Heute ist das eine wunderschöne Parklandschaft, aber damals war das tatsächlich, ja, trostlos hier. Die Bäume waren Gebüsch, es gab halt ein paar Wiesen und sonst gar nichts, keinen Haupteingang, gar nichts. Eine kleine Holzhütte ist da vorne gestanden als Wartehalle, damit sich die Leute im Winter nicht erfrieren. Und die Tagespresse der damaligen Zeit hat geschrieben, was das ist, der Haupteingang zu unserem Zentralfriedhof der Reichsresidenzstadt Wien. Da schaut ja der Dornbacher Bahnhof der Pferdeeisenbahn besser aus. Heute ist das nicht mehr so, heute sieht man den tollen Haupteingang. Das ist dann allerdings erst in der Zeit des Jugendstils dazugekommen, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Während wir hier jetzt auf die alten Arkaden zugehen, im Hintergrund sieht man übrigens auch die Kirche, die Friedhofskirche, die ist ziemlich imposant. Die wurde von Max Hegele geplant, das war ein Schüler von Otto Wagner. Und wer die Steinhofkirche schon mal gesehen hat, der erkennt vielleicht die Parallelen zwischen Wagner und Max Hegele. Ich kann euch natürlich heute nicht alle Grüfte und alle Gräber zeigen, die ich sonst bei einer echten Führung gerne herzeige, aber ich kann zumindest auf einige hinweisen. Und da möchte ich schon einmal eine Geschichte erzählen, und zwar von dem Grab dort drüben, das mit dieser schwarzen Tafel. Das ist nämlich für die World Music Fans. So, was hat das jetzt damit auf sich? Im Prinzip ist es eine alte Gruft, die aber aufgelassen worden ist. Also die ursprünglichen Bewohner sind da nicht mehr drinnen. Und da gab es oder gibt es in Japan einen sehr findigen Geschäftsmann, und er hatte so das Gefühl, am Zentralfriedhof, da sind alle diese Berühmtheiten wie der Beethoven und der Mozart und so weiter begraben, da möchte ich auch einmal begraben sein in der Nähe. Und dann hat er noch weitergedacht und sich gedacht, aber ich könnte eigentlich ein Geschäft draus machen. Und so hat er diese Gruft hier gepachtet für 99 Jahre. Und es ist jetzt ein Angebot in Japan, dass sich Musikliebhaber, japanische Musikliebhaber in Japan einäschern lassen können. Die Urne wird hierher gebracht und hier beigesetzt. Es ist allerdings noch keine drinnen, das muss ich auch dazu sagen. Und so ist man dann als japanischer Liebhaber von Mozart und Beethoven hier ganz in der Nähe der Angebeteten bestattet, die World Music Fans. Es gibt schon schräge Ideen, oder? Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hineins gab es übrigens diesen Zentralfriedhof in keinster Weise. Es gab die kleinen 5 Kommunalfriedhöfe, die schon in der Zeit von Kaiser Josef II. Errichtet worden waren. Die waren aber, als die Stadt erweitert worden ist, viel zu klein. Und so hat die Stadtverwaltung eben geplant, einen größeren Friedhof. Und dieser größere Friedhof, der wurde eben für diese Gegend hier geplant, weil da hat man Platz gehabt, um sich zum Ausbreiten etc. Aber die Wiener haben den Friedhof von Anfang an nicht leiden können, weil er halt alles andere als zentral war und ist. Und damals ist man wirklich teilweise noch zu Fuß hier herausmarschiert. Da gibt es diesen berühmten Spruch, und dann beginnt Simmering und droht nicht aufzuhören. Ja, Simmering ist ein Teil von Wien, und wenn man die Simmeringer Hauptstraße zum Friedhof herauskommt, das ist ein ewig langer Hatscher, wie man so schön sagt. Der Friedhof ist dann aber natürlich schon angenommen worden von den Wienern, ganz einfach, weil ein findiger Kopf die Idee gehabt hat, hier lauter Berühmtheiten zu begraben. Und so hat man den armen Beethoven, den armen Mozart, Schubert und weitere Berühmtheiten ausgegraben aus ihren Friedhöfen und hier wieder eingegraben. Und hier wurde dann so eine richtige Nekropole der Wiener Stadt. Diese Zeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist sehr schön abgebildet an diesen Grüften, und einige der herausragendsten möchte ich euch jetzt zeigen. Fangen wir gleich einmal an mit dem Grab vom Herrn August Zang und seinem Vater. Die sind Gruft hier begraben, und der Vater Zang war Chirurg und sein Sohn Woltnet
mit seinem Vater gehabt. Er wollte lieber irgendetwas erschaffen, ein Geschäft aufbauen etc. Und so hat er Wien verlassen und ist nach Paris gegangen. Ich weiß, dass ich heute jemanden dabei habe, der in Paris, der zuschaut, also liebe Grüße. Und was hat er in Paris gemacht? Er hat eine Bäckerei eröffnet und hat dort Kipferln und anderes Wiener Gebäck backen lassen. Und diese Viennoiserien, wie sie heute genannt werden, die sind der Renner geworden. August Zang hier heroben, das Croissant erst eigentlich berühmt gemacht hat in Paris. Es ist auf Basis des Wiener Kipferls, ist das französische Croissant entstanden. Dann war ihm das allerdings zu mühsam, er wollte dann wieder was anderes machen. Er kam dann nach Österreich zurück und hat Bergwerke gekauft. Und seine Frau hat dann nach seinem Tod diese Gruft in der Art und Weise eines Bergwerkes errichten lassen. Die war eine ziemlich kreative, offenbar. Der Architekt dieser Gruft war ein Tiroler, der Heinrich Natter. Und der hat immer gerne so Gnome gemacht. Es gibt auch andere Werke von ihm. Und diese Gnome, die wachen tatsächlich über dem Grufteingang. Ja? Also ihr seht hier eben den Gnom, der hält das Schild mit der Esculapnatter, das ist für den Herrn Papa. Und der andere Gnom, der hält ein Schild in der Hand, da steht Glück auf. Also für die Bergwerke steht da drauf. Und noch etwas ist hier zu sehen, und zwar ein Herr mit gesprengten Ketten. Seht ihr das? Gesprengte Ketten und eine Inschrift, die Presse. Denn der August Zang war auch 40 der Zeitschrift Die Presse als hat er diese Zeitschrift gegründet. Später wurde dann daraus ein Spin-off, die Neue Freie Presse. So, seine Frau, also die Frau von August Zang, die war auch eine relativ humorige, kann man sagen. Die hat ihn beim Begräbnis auf einer Kranzschleife draufdrucken lassen. Glück auf zur letzten Grubenfahrt. So viel zum wunderbaren Grab von August Zang, der die Kipferl nach Paris gebracht hat, der Bergwerke besessen hat und der die Neue Freie Presse gegründet hat. Das ist doch schon mal ein fulminanter Beginn. Da schaut, ihr seht jetzt einmal so ein bisschen die Dimensionen. Ich gehe jetzt ganz schnell da hier durch, damit der Empfang wieder besser wird. Entschuldigung, ich hoffe, es geht jetzt wieder besser. Wie schaut's aus? Elisabeth, geht's jetzt wieder besser? Gibt's mir ein Herzerl, wenn es funktioniert? Ich brauche ja eure Liebe immer sehr. So. Wunderbar. So, wir spazieren jetzt hinter den Arkaden weiter und da gibt es gleich wieder eine andere Gruft, aber eine moderne Gruft, die ich euch auch kurz zeigen möchte. Wunderbar, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Und zwar ist es das Grab dieser zwei Herrschaften. Ich sage immer, es ist ein Roma-Grab, muss unglaublich teuer sein oder gewesen sein, mit diesem schwarzen Marmor. Man sieht sogar, was diese Leute am Beruf ausüben. Offensichtlich haben sie ein Ringelspiel. Da seht ihr dieses Ringelspiel. Seht ihr das gut? Und auch Kutschen. Also vielleicht sind die ein Fiakerunternehmen. Und das Aufregende ist, dass die noch nicht mal tot sind. Also der Milan, der trinkt offensichtlich auch ganz gern ein Glaserl hin und wieder. Der Milan, da ist nur das Geburtsdatum eingeritzt. Und auch bei seiner Frau, der Dragana, fehlt noch das Sterbedatum. Aber sie haben vorgesorgt schon für den Sterbefall mit dieser unglaublichen Gruft. Es gibt da auch so Hocker für die Familienmitglieder, wenn die sich dann versammeln und hier eben Gedenken ihrer lieben Toten, dann können sie hier gemütlich sitzen. Es gibt einige solcher aufwendigen Roma-Gräber über den gesamten Friedhof zerteilt. Nicht zerteilt, sondern verteilt. So, es liegt noch keiner drinnen, das stimmt vollkommen. Ich soll das Lied vom Ringelspiel, ich kann ja immer nur die erste Zeile, Kinder.
Schön ist so ein Ringelspiel, das ist a Hetz und kostet viel, damit auch der kleine Mann sich das Vergnügen leisten kann, leisten kann. So, jetzt habe ich es mal gesungen. Bitte um Applaus. So, jetzt möchte ich euch dieses Grab hier vorstellen, ganz kurz. Das ist die Gruft. Die Gruft der Familie Peter Habig. Und manchen von euch, zumindest den Wienern und speziell den Leuten, die im vierten Bezirk wohnen, wird dieser Name auch bekannt vorkommen. Es gibt nämlich in der Wiedner Hauptstraße, Wiedner Hauptstraße 17, einen riesigen Wohnbau, der früher eben auch Produktionsstätte war, für die Hüte, die die Familie Habig hergestellt hat. Dieser Peter Habig hat im 19. Jahrhundert eine Hutmanufaktur eröffnet. Ursprünglich haben sie nur so Seidenhüte, später auch Filzhüte gemacht und das eben im vierten Bezirk in der Wiedner Hauptstraße 17. Solltet ihr einmal da durchkommen, durch die Wiedner Hauptstraße, schaut euch den Habighof an. Jetzt ist im denkmalgeschützten Verkaufsraum eine AIDA drinnen. Also man kann da wirklich sehr stilvoll sein Kaffeetscherl trinken und einen Apfelstrudel essen und sich überlegen, wie das früher einmal war mit den Hüten, die dort die feine Gesellschaft gekauft hat. Leider ist dann halt nach dem Ersten und dann umso mehr nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die Leute halt einfach keine Hüte mehr getragen. So während ich möchte euch noch andere Grabmäler zeigen, schaut euch diese Pracht hier an, links und rechts. Leider haben dann Leute keine Hüte mehr getragen. Ich meine, heutzutage, wer geht denn schon noch mit einem Hut? Und so gab es dann, also haben die dann keine Verkaufserfolge mehr gehabt. Aber die Erbin, die Barbara Habig, die hat noch immer eine kleine und exklusive Hutmanufaktur. So viel zur Familie Habig. Ihr kennt's mich, ja. Ich bin ja mehr jemand, der so geheime Geschichten entdecken will. Hüte sind jetzt wieder total in, aber man sieht sie trotzdem relativ selten. Den Herrn möchte ich euch auch zeigen, den Herrn Oberwalder, weil wir sind ja schon einmal bei den Hüten gerade. Vielleicht können sich manche von euch erinnern an das Oberwalder Hutgeschäft in der Kärntnerstraße. Und das geht auf diesen Herrn hier zurück, den Thomas Ober... Ah, die AIDA ist schon geschlossen in der Hauptstraße. Oje, oje. Den Thomas Oberwalder, der nicht nur Hüte produziert hat, der kam, also als kleiner Hausierer war er eigentlich, aus dem Defferreggental, da hat man Strohhüte produziert und ist von Haus zu Haus, von Tal zu Tal gezogen, um ein bisschen ein Geld einzunehmen. Und später hat er dann damit so viel Geld verdient mit seinen Hüten, dass er eben nach Wien kommen konnte und sich hier niedergelassen hat und Hüte verkauft hat. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich beim Oberwalder auf der Kärntnerstraße noch ein paar Hüte gekauft habe. Und der Herr war auch ein begeisterter Bergsteiger, wie man sieht. Er ist aufs Matterhorn gestiegen. Oje, es tut mir so leid, offensichtlich gibt es Probleme mit dem Ton. Es tut mir leid. Wie gesagt, es ist eben ein Versuch, dieser Zentralfriedhof. Manchmal sperrt er sich, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr es genießt. Beim Test ist halt alles gegangen. Darum haben wir auch so lange überlegt, ob wir das machen sollen. Ich bin demnach wohlbehütet, vollkommen richtig. Er ist dann auf den Großglockner einmal gestiegen, ist dort in eine Lawine gekommen und dort ist er dann umgekommen. Und hier auf dem Zentralfriedhof, der Brettl eben ist, ist er begraben worden. Okay, und jetzt gehen wir da so quasi hinein in die Gruppe der super Berühmten, ja. Die meisten Leute, die hier begraben sind, sind nicht ursprünglich hier begraben worden, ja. Die waren auf anderen Friedhöfen und sind dann ausgegraben worden und hier wieder zur letzten Ruhe gebettet worden, damit die Wiener den Friedhof lieber haben, damit sie lieber hierher kommen. Und es ist heute tatsächlich eine Sehenswürdigkeit. Man darf aber trotzdem, während man über diesen Friedhof geht, nicht vergessen, dass
halt trotzdem hinter jedem dieser Grabsteine ein Schicksal steht. Ein menschliches Schicksal, manchmal viel Leid, manchmal Erfolg, manchmal Freude und so weiter. Schau dir mal, das ist zum Beispiel der Van der Nüll, das war ein, der hier bestattet ist, oder hier eine Johann Nestroy, den kennen sicherlich viele von euch. Die sind beide hier bestattet. Der Johann Nestroy ist berühmt geworden eigentlich als Schauspieler in seinen eigenen Stücken. Er hat Stücke geschrieben, so wie der Zerrissene zum Beispiel oder einen Jux will er sich machen, so Volksstücke. Aber er war ursprünglich Opernsänger und seine Paraderolle war die des Zarastro, oder Sarastro in der Zauberflöte. Also wenn man so Bilder sieht vom Johann Nestroy, Fotos eigentlich, der schaut eher so klein aus, da kann man sich kaum vorstellen, dass er den Sarastro so gut gesungen hat. Seine Stücke sind heute noch sehr beliebt. Er ist auch von seiner Art, mit Sprache umzugehen, ein hochinteressanter Schriftsteller. Er hat so Neologismen erfunden. Zum Beispiel hat er für bestimmte Worte völlig neue Worte erfunden. Für einen, der den Wein puncht, hat er zum Beispiel den Rebensaftverschandler, den hat er so genannt. Oder das unerlaubte Entfernen aus dem Dienst war die Dienstbotenentweichung. Oder wenn jemand vor Glück vergehend hingesunken ist, dann war das die Wonne Ersterbungshinsinkung. Berühmt war er auch für seine Namen, also seine sprechenden Namen, zum Beispiel den Kaffeesieder Kloder und so weiter. Für die Gäste aus dem Ausland, ein Kloder ist ein ziemlich schlechter, dünner Kaffee. Auch diesen Herrn möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, den Julius von Payer. Berühmt geworden durch die Nordpol-Expedition. Er war derjenige, der schon als verschollen gegolten hat. 2 Jahre lang hat man von dieser Expedition nichts mehr gesehen und gehört. Und dann sind sie doch wieder aufgetaucht, nachdem sie nämlich das Franz-Josefs-Land entdeckt haben. Das ist so eine Inselgruppe nördlich von Russland. So, die sind ein lustiger Haufen hier. So. Ich will euch natürlich nicht vorenthalten, obwohl das heute nicht mein Hauptaugenmerk sein wird, die drei Größen der Wiener Klassik, den Ludwig van Beethoven mit seinem Grabstein, der eine 1:1 Kopie des Originalgrabsteins ist. Den Originalgrabstein kann man noch beim Währinger Park sehen. Ups, jetzt fängt es zu regnen an. Ihr seht dieses schöne Detail hier, die Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt, ein Symbol für die Ewigkeit. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Und auch der Schmetterling ist ein Symbol für die Seele, die im Tod endlich frei ist. Boah, was ist das jetzt auf einmal für ein Wetter hier? Ich reite für euch durch Sturm und Wind, kann man sagen. So, Blümchenkaffee, genau. So, das hier, das ist jetzt Schneeregen, das hier ist das Denkmal für Mozart. Also das ist nicht wirklich, er ist nicht wirklich hier begraben. Sein eigentliches Grab ist am St. Marxer Friedhof im 3. Bezirk und er ist in so einem Schachtgrab, josephinischen Schachtgrab begraben worden. Deshalb hat man ihn jetzt nicht hierher verlegt. Man weiß nicht genau, wer in welchem Schachtgrab eigentlich Mozart ist. Das war so eine Idee von Josef II. Ah, da kommt mein Behüter mit Schirm. Wunderbar. Kannst du, warte mal. Ja, also, nein, es geht schon. Und hier drüben haben wir dann auch den Franz Schubert. Einer meiner großen Lieblinge. Ein Kind des 9. Bezirks. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Schauer, das wird vorübergehen. Und der Martin hält Gott sei Dank den Schirm über mich. Und natürlich möchte ich euch sehr gerne noch den Johann Strauss Sohn zeigen. Die sind hier alle der Reihe nach bestattet. Der Johann Strauss Vater, der liegt da drüben mit dem Rücken zum Sohn, weil die beiden waren sich nicht grün. Die konnten nicht wirklich gut miteinander. Und hier ist der Sohn. Und da gibt es einige hübsche Details auf diesem Grabmal. Zum Beispiel hier links oben, da gibt es so ein Tierchen
Und das ist eine Fledermaus. Ein Hinweis auf Johann Strauss' berühmteste Operette, die Fledermaus. Und man sieht hier auch so eine Wassernymphe, die streicht so gerade die Harfe. Die Harfe schaut aus wie ein Fisch. Und aus dieser Urne hier oder aus dieser Amphore fließt Wasser heraus und es soll die Donauquelle symbolisieren. Weil sein berühmtester Walzer ist ja der Donauwalzer. Das Wetter ist wirklich grauslich. Aber ihr habt es ja Gott sei Dank gemütlich zu Hause, also macht euch nichts draus. Ich mache das ja gern für euch. So, den Johannes Brahms möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Einer meiner großen Lieblinge. Er schaut immer so aus, als würde er gerade überlegen, was er als nächstes komponieren sollte. Er war eigentlich auch nicht aus Wien, so wie viele der Leute, die hier in diesem Winkel begraben sind. Er war aus Hamburg und hat auf einer Bootsfahrt in Hamburg ein junges Mädel singen gehört. Und diese Stimme und dieser Dialekt des jungen Mädels hat ihm so gefallen, dass er gesagt hat, einmal möchte ich in dieses Land, wo die her ist, weil diese Melodie gefällt mir so gut. Und das war Österreich, das war Wien. Und so ist er nach Wien gekommen und ist hier einer der ganz Großen der Komposition geworden. Eines seiner berühmtesten Stücke ist vielleicht das berühmte Wiegenlied, das ich gerne meinen Kindern immer vorgesungen habe, wie sie kleiner waren. Kennt ihr das? Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, Schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Also ich mache das jetzt halt natürlich sehr improvisierend, aber er schaut milde auf mich herunter. Ich glaube, es hat ihm gefallen. So, das nächste Flugzeug. Aber auch angesagt, genau um 13 Uhr der Regen. Was haben wir denn da für ein tolles Grabmal? Das muss ich euch natürlich auch zeigen. Danke, danke für den Applaus. Ich freue mich sehr. Dieses Grabmal muss ich euch natürlich auch zeigen. Es ist das Grabmal des Erbauers der Semmeringbahn. Und das war der Ritter von Geger. Ein sehr, sehr schönes geworden. Schaut mal, das ist so, das beginnt von hier, das ist so quasi so ein hohes Grab mit seinem Konterfei. Das ist wirklich schön. Und er hat nicht nur die Semmeringbahn geplant, sondern im Prinzip das gesamte Eisenbahnnetz in der Monarchie. Mit 17 Jahren war er übrigens schon Doktor der Mathematik. Das ringt mir einen großen Respekt ab, muss ich sagen. Also der Karl Ritter von Geger. Die Semmeringbahn ist ein ingenieurtechnisches absolutes Wunderwerk und ich genieße es jedes einzelne Mal mit der Bahn über die Semmering, über diese Viadukte etc. durchzufahren. Auf dem 20-Schilling-Schein war er übrigens auch oben, der Geger. Und gleich daneben, was ist das für ein seltsames Grabmal? Das sieht ja aus. Und wenn man in diese Pyramide hineinschaut, dann sieht man den Namen des Herrn, der hier begraben ist. Und zwar ist das der Alois Negrelli. Und der Alois Negrelli war auch ein Ingenieur und der hat den Suezkanal geplant. Und deshalb sieht man hier drinnen auch ein Schiff auf den Wellen und links vom Kiel des Schiffes oder Bug des Schiffes steht Afrika und auf der anderen Seite steht Asien. Also was österreichische Ingenieure alles gebaut haben, nicht wahr? Der hätte schön geschaut, wenn er das Theater mit der Ever Given, die stecken geblieben ist, mitbekommen hätte heutzutage. So,
Jetzt möchte ich einen kleinen Schlenkerer nur kurz hier herüber machen. Die Zeit vergeht schon wieder so schnell, es ist ein Wahnsinn. Freut mich, Doris. Ich freue mich, wenn du weiter auf weiteren Führungen dabei sein wirst. Das macht mir natürlich große Freude. Hier sind ein paar Bildhauer begraben und auch ein Politiker. Und der Politiker, der ist offensichtlich, für den war offensichtlich nicht gerade Bescheidenheit eine Zier, denn das hier ist sein riesiges Grabmal. Das war der Herr Johann Brix und der hat im späten 19. Jahrhundert, war er Bürgermeister von Wien. Das war genau in der Zeit, in der die Vororte eingemeindet worden sind. Also der hat es gerne üppiger gehabt, der Herr Brix, könnte man sagen. Und direkt vor ihm ist eine flache Grabplatte, schaut fast aus wie so ein Kreuzfahrergrab. Und da liegt der Herr Friedrich, seht ihr das gut? Hier ruht in Gott Friedrich Schmidt. Was hat dieser Friedrich Schmidt? Da steht ein deutscher Steinmetz, steht auch drauf. Was hat dieser Friedrich Schmidt gebaut? Unter anderem unser Rathaus. Also hier liegt der Architekt unseres Rathauses. Das Rathaus hat er im gotischen Stil errichtet und deshalb vielleicht auch ein Hinweis eben auf diese mittelalterlich ausschauende Grabplatte. So, jetzt könnte es wieder sein, dass es ein bisschen ruckelt. Ich hoffe, es geht mittlerweile. Schaut, jetzt kommt sogar ein bisschen die Sonne da hinten heraus. Naja. Zeigen. So, schaut mal, da ist dieses Grab vom Herrn Brix. Gut, Jürgens ist auch am Zentralfriedhof. Ich muss eh schon angasen, als wie. Die Zeit vergeht, es ist ein Jammer. Aber ich wollte euch noch den Fendi zeigen. Der Fendi ist natürlich auch nicht ursprünglich hier begraben worden, sondern an einem anderen Friedhof. Und der hat so eine schöne Inschrift, das war ein Maler, ja. Die Inschrift sagt, sein Künstlergeist, so zart als sinnig, schuf Bilder lieblich, ernst und wahr, sein Leben gottgetreu und innig, bot selbst ein christlich Kunstwerk dar. Nun trösten ihn der Engelharfentöne, die er so gern gemalt in milder Schöne. Also auch eine schöne Inschrift. Was natürlich hier nicht draufsteht, ist, dass der Herr Fendi auch eine völlig andere Seite gehabt hat. Der hat nämlich richtig heftig pornografische Zeichnungen gemacht. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch die anzuschauen, dann müsst ihr den Fendi schon googeln. Ich zeige euch jetzt keine. Das ist ja harmlose Biedermeier-Maler war er nicht, muss ich sagen. Jetzt kommen wir gleich an der gewaltigen Marmorgruft der Thonet-Familie vorbei. Seht ihr, die so berühmt geworden sind durch diese Buchholz-Sessel. Die haben diese Technik entwickelt, Holz zu biegen über Dampf, über heißen Dampf und so. Und so haben sie also es geschafft, günstige, aber formschöne Sessel in erster Linie für die Wiener Kaffeehäuser anzufertigen. Die sieht man heute noch in Wiener Kaffeehäusern. Schaut, diese schöne Gruft hier auch auf der anderen Seite. So, es wird schon verlangt nach den Schauspielern. Kinder, Kinder, ich komme ja noch zu den Schauspielern. Diese 45, 50 Minuten sind immer viel zu kurz. Hier sind auch einige Politiker begraben. Hier vor der Kirche zum Beispiel ist die Bundespräsidentengruft. Und in der Kirche selber, also in der Krypta unter der Kirche, ist der Karl Lueger, der berühmte, aber auch mittlerweile sehr umstrittene Bürgermeister, ist da drinnen begraben und er ist auf einem Fresko in der Kirche auch abgebildet. Es ist eine wunderschöne Kirche innen mit einer blauen, sternenübersäten Kuppel. Wohl. Es gibt schon arge Bilder vom Fendi im Internet. So, jetzt kommen wir in eine Gegend, wo einige Komponisten bestattet sind, der Robert Stolz zum Beispiel.
aber auch Schauspieler wie der Hans Moser. Zum Hans Moser kommen wir gleich. Da bin ich vor kurzem, wie ich das letzte Mal hier war, fast von einem Reh umgemäht worden. Es gibt hier sehr viele Tiere auch auf dem Friedhof. Rehe, Hamster. Moser, der berühmte Nuschler, der ist hier begraben worden mit seiner Frau Blanka Moser. Und gleich daneben den Komponist Ludwig Gruber, der ist immer so ein bisschen im Schatten vom Hans Moser. Sagt euch der Name was? Der Ludwig Gruber, der hat zum Beispiel komponiert: Mei Murtel war a Wernerin, drum hab i Wern so gern. Oder er hat komponiert: Es wird ein Wein sein und mir werden nimmer sein, drum knirs ma's Leben, solang's uns freut. Es wird schöne Madel geben und mir werden nimmer leben, drum greif ma zu, grad is noch Zeit. Und das Lied endet dann mit einem Jodler, der in Wien allerdings Dudler heißt, aber den erspare ich euch, ehrlich gestanden. Es wird nicht gedudelt auf meiner Führung. Hallo, der Rodeo. Es wurden Schauspieler verlangt, hier der Maxi Böhm. Es gibt ja eigentlich jedes Grab, also im Prinzip müsste ich jedes Grab herzeigen und erklären. Die Margarete Schütte-Lihotzky war eine Architektin, aber auch Widerstandskämpferin. Ernst Jandl kennen vielleicht manche von euch durch die Gedichte, sehr schräge Gedichte. Und die Friederike Mayröcker. Dann haben wir hier den Max Weiler mit einer fast der schönsten Inschriften, die ich am Friedhof gefunden habe. Ich will nicht in die ewige Ruhe eingehen, sondern in die ewige Energie. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein schöner Spruch. So, meine Lieben. Ich mache jetzt einen kleinen Ausflug zu einem eher seltsamen Grab, aber das und zwar seht ihr die Katze, die hier sitzt. Könnt ihr euch denken, genau, die Schütte-Lihotzky hat die Einbauküche erfunden, absolut richtig. So. Das ist der Katzenkönig hier, der Manfred Dykes, ein österreichischer Karikaturist, der Beinhardt der österreichischen Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten hat. Also es sind sehr drastische Karikaturen, die er gemacht hat. Er war außerdem Kettenraucher, deshalb hat die Katze hier, wie man in Wien so schön sagt, ein Chick im Mö. Und außerdem hat er Katzen geliebt, deshalb auch dieses Katzendenkmal als sein Grabdenkmal. Und er hat bis zu 80 relativ gewaltig. Und jetzt möchte ich noch mit euch natürlich, ihr seht da vielleicht hinten diese rosige, seltsame, regenwurmartige Geschichte. Das schauen wir uns natürlich auch noch an. Also ihr seht, der Friedhof ist eine never-ending story. Ich zeige euch einen winzigen Teil heute, aber normalerweise, und das wissen diejenigen, die oft schon mit mir unterwegs waren, bin ich da bis zu 3 Stunden unterwegs. Ah, bitte, ich freue mich. So, es wurde schon gefragt. Nach dem Grab von Udo Jürgens, das rosa Würmchen ist es nicht. Ich sage euch gleich, was das für ein rosa Ungetüm ist, aber zuerst ist der Udo Jürgens dran. Bitte schön, hier ist der Flügel von Udo Jürgens und dieses weiße Stoffteil, das da drüber zu sehen ist, ihr seht da so eine Fältelung,
Das soll den weißen Bademantel symbolisieren, den er immer am Ende seiner Konzerte total verschwitzt angehabt hat, und da hat er dann meistens noch eine Zugabe gegeben. Hier ist ein Urnengrab übrigens. Ihr seht da oben diesen Kreis, und da ist die Urne drinnen. Und natürlich hat man hier, das ist von seinem Bruder übrigens, weil sein Bruder war ja Maler und Bildhauer, und der hat dieses Denkmal, diesen Flügel aus Marmor, genau das sagt die Doris eh auch schon, diesen Flügel aus Marmor kreiert für seinen Bruder. Tom und Jerry sind auch hier, weil er ja die Titelmelodie für Tom und Jerry komponiert hat, der Udo Jürgens. So. Oh je, bei manchen funktioniert es nicht so ganz, aber es tut mir leid, ich hoffe bei vielen schon. Gut, das ist das Grabmal für die Hedy Lamarr. Die Hedy Lamarr war eine, eigentlich Hedwig Kiesler, eine Wienerin, die dann aber als Schauspielerin in den USA berühmt geworden ist. Eine wunderschöne Frau, aber auch eine schöne Frau, die Erfinderin war. Sie hat so eine Art Vorgängersache von Bluetooth erfunden, einen ferngesteuerten Torpedo. Also schön und klug. Und sie ist in den USA gestorben. Peter Alexander ist am Grinzinger Friedhof, genau. Und die Hedy Lamarr ist in den USA gestorben. Sie wurde eingeäschert. Ihre Urne wurde hierher gebracht. Ein Teil der Asche wurde hier bestattet am Zentralfriedhof. Und ein Teil wurde nach ihrem letzten Willen oder ihrem letzten Willen entsprechend im Wienerwald ausgestreut, am Himmel, am Kobenzl. Das ist doch schön. Und das soll ihr Gesicht hier abbilden übrigens. Und natürlich den Wurm, den zeige ich euch jetzt auch noch. Das ist das Grabmal des Künstlers Franz West. Das haben seine Studenten für ihn gemacht. Er hatte auf einem Rolls-Royce, statt dieser Emily vorne, hatte er diese seltsame, also das könnte man jetzt psychoanalytisch deuten, was es ist, ein Regenwurm, ein Zeigefinger, ein Mittelfinger, ganz was Perverses, ja, also man weiß es nicht. Gut. So, und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz ein paar Schauspieler an, wir nähern uns eh schon langsam wieder dem Ende. Warte mal, meine Regie regt sich gerade auf. Sind die beiden da? Ach so, die beiden, ach du meine Güte. Ich kenne natürlich auch nicht jedes Einzelne. Also die Erika Weinzierl, eine Historikerin, kann ich hier entnehmen. Und das, oh Gott. Da müsste ich jetzt nachschauen. Da habt ihr mich jetzt am falschen Fuß erwischt. Ich werde nachschauen und wir werden das posten. Maria Lasnik. Ah, die Maria Lasnik. Danke, Martin. Berühmte Künstlerin aus Kärnten. Die Maria Lasnik ist dieses Grabmal. Wer? Der Ring da. Der Gunter Damisch, auch ein Künstler. Also, Kinder, ich kann euch nicht alles zeigen jetzt. Machen wir 2 Stunden Führung, oder? Der Marcel Pravi ist übrigens auch hier bestattet. Und zwar hier. Wohnung voll hatte mit Plastiksackerln. Also der hat alles. Und deshalb musste der arme Mensch leider in einer Suite im Sacher wohnen, weil zu Hause hat er wegen der vielen Plastiksackerln keinen Platz gehabt. So, hier gibt es jetzt ein Grab. Hier gibt es jetzt ein Grab für den Fritz Wottruber, ein Architekt, der diese und Bildhauer hat diese berühmte Kirche geplant in Wien. Oder hier gleich daneben ein Denkmal für die Opfer der österreichischen Dalagiri-Expedition. Alle, die im Gipfelteam dabei waren, sind nicht wieder heruntergekommen. Also da sieht man die Namen des Teams inklusive den Sherpa Tenzing Ninda.
die Gedenkstätten für die Anatomie, also die Leute, die sich der Anatomie zur Verfügung gestellt haben, die sind nicht jetzt auf unserer Tour, die sind relativ weit weg von hier. Es gibt zwei davon, aber das könnte man, man kann ja mal eine Fortsetzung machen, oder? Fortsetzung Zentralfriedhof. Mache ich sehr gerne mit euch, wenn es mit dem Signal geht. So, den Helmut Qualtinger möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Helmut Qualtinger war Schauspieler, aber in erster Linie Kabarettist. Er ist berühmt geworden mit seiner Paraderolle Der Herr Karl. Das ist so ein Monolog, den er vor der Kamera führt und wo er so halt seine Lebenssicht der Dinge, so in der, gerade gegen Ende der nationalsozialistischen Zeit, so darlegt vor der Kamera. Und im Prinzip wirkt er so wie der nette Kerl von nebenan. Er sagt doch einmal, ich kann schön schauen. Und, also ich kann schön schauen. Aber im Prinzip ist dieser Herr Karl ein absoluter Widerling, ein Mitläufer, einer, der wirklich nur ein Wendehals, der nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Also eine absolut negative Figur. Und die hat er in wunderbarster Weise und perfekt dargestellt. Gerne Scherze getrieben hat mit anderen und hat immer wieder eben so Telefonanrufe fingiert, er hat Briefe geschrieben und zu gewissen Events eingeladen. Das muss ich euch jetzt erzählen, vielleicht mit Blick auf diese Kirche hinauf. Und eine seiner Streiche war folgender. Er hat an verschiedene Zeitungen eine Einladung ausgeschickt und so die Meldung ausgeschickt, dass der berühmte Eskimo-Dichter Kobuk an einem bestimmten Tag am Westbahnhof ankommen würde. Und die Zeitungen haben brav ihre Journalisten dahin geschickt zum Westbahnhof. Das war am 3. Juli 1951. Und dort entstieg dem Zug der Helmut Qualtinger in einen Pelzmantel eingehüllt und mit einer Pelzmütze. Also es war Juli eben. Und die Journalisten haben gefragt, wie es ihm geht. Und er hat gesagt, Haas ist der Eskimo-Dichter Kobuk. Die Arbeiterzeitung hat das nicht so ganz mitbekommen und hat noch zwei Tage danach folgenden Artikel geschrieben. Der Eskimo-Dichter Kobuk traf auf Einladung des österreichischen Pen-Zentrums in Wien ein. Der Autor ist Verfasser mehrerer Romane, die ihm einen beachtlichen Leserkreis gesichert haben. Wir erwähnen hier nur Brennende Arktis, Kochholz, den Schlittenhund-Roman Heier Musch Musch. Ferner wird seine grönländische Trilogie Nordlicht über Iviktut unter dem Titel Of Ice and Man von der Technicolor verfilmt. Außerdem hat er die Absicht, seine Stücke Einsames Iglu und Verlassener Kajak in Wien aufführen zu lassen. Der Autor beschäftigt sich auch originellerweise mit dem Projekt, die Wiener Eisrevue zu einer Grönland-Tournee zu bringen. Also, der hat schon faustdick hinter den Ohren gehabt, der liebe Helmut Qualtinger. Seine letzte berühmte Rolle war die des Mönchs Remigius im Namen der Rose. Und einen anderen Hollywood-Film und mit einem anderen Hollywood-Schauspieler möchte ich und muss ich, weil wir haben es heute leider schon, müssen heute wirklich pünktlich aufhören, möchte ich und muss ich hier jetzt noch herzeigen, weil einer von euch hat danach gefragt, und zwar den Kurt Jürgens. Hier ist er begraben, ein Dandy war er, ein Grand Seigneur, einer der ganz Großen des Schauspiels, des Teufels General war seine Paradenummer, aber er hat eben auch in einem James Bond mitgespielt, den Bösewicht in, weiß ich jetzt gar nicht, in welchem James Bond das war. Also seht ihr denn das Grab vom Kurt Jürgens jetzt auch noch. Und meine Lieben, die Zeit, ich weiß nicht, es passt, glaube ich, hier auf die Kirche. Links und rechts gibt es Uhren. Der Spion, der mich liebte. Der Spion, der mich liebte, war es. Dankeschön, Dankeschön. Und auf den Kirchtürmen links und rechts, da gibt es Uhren. Und diese Uhren haben keine Ziffern am Zifferblatt, sondern die Aufschrift Tempus Fugit. Und das passt sehr gut auch als Motto zu meinen Führungen. Die Zeit mit euch vergeht immer viel zu schnell. Die Zeit.
Zeit mit euch vergeht immer viel zu schnell. Ich hoffe, dass ihr es wieder genossen habt, genauso wie ich, dass ihr so ein bisschen einen Einblick in den Zentralfriedhof bekommen habt. Ich hoffe, es war nicht allzu schlecht mit dem Signal und mit dem Ton, auch wenn manche Probleme gehabt haben. Ich habe es versucht und hier sind wir am Zentralfriedhof. Ich danke euch fürs Mitkommen und ich freue mich schon auf die nächste Führung. Die wird dann schon bald sein, am Mittwochabend, eine Weihnachtslichterführung. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und bis bald. Ciao, macht es gut, Baba, tschüss.